Klavierunterricht mit Music to Me. Dazu treffe ich den Gründer dieser Online-Musikschule und bekomme hoffentlich eine weitere Online-Klavierstunde. Hallo Yassin, wie geht's dir? Hallo Jörg, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Alles klar, bestens. Ich bin gespannt, was du diesmal für mich mitgebracht hast. Also letztes Mal hast du mir so schöne Jazz-Akkorde gezeigt, diese wunderschönen Akkorde. Ich habe ein bisschen geübt und noch einen anderen Akkord gefunden. Wow. Gut. Klingt ja, sehr gut. Wie Butter, ne? Super. Ja gut, alles klar. Wir machen damit vielleicht gleich nochmal weiter. Also wie gesagt, ich bin gespannt. Also letztens habe ich ein Video von dir gefunden. Das ist, glaube ich, eine Premiere gewesen. Da hast du eine Streaming-Online-Stunde gegeben. Mhm. Und wie ist das für dich gelaufen? Das war, glaube ich, wirklich das erste Mal, oder? Genau, also wir haben ja quasi einen Kurs, in dem wir einen Videounterricht anbieten. Die Videos, die haben wir quasi produziert und die Nutzer können die sich anschauen. Und jetzt haben wir einfach mal versucht, ein direktes Feedback zu den Usern herzustellen und zu unseren Schülerinnen und Schülern und wollten einfach mal einen Livestream anbieten, den wir quasi für jeden zugänglich auf YouTube ausgestrahlt haben. Und das war für uns eine Premiere, auch für mich. Ja, es ist ja so, dass die Leute dann direkt per Text sich an dich wenden können und Fragen stellen können. Genau. Und du nimmst sofort Bezug darauf. Genau, ich versuche alle Fragen zu beantworten und geht natürlich viel um Fragen so im Kurs, also Sachen, die den einen oder anderen vielleicht beschäftigen oder man vielleicht ein Problem hat in einem Lied. Aber manche haben auch allgemeine Fragen gestellt, zum Beispiel zur Improvisation oder wie kann ich dies oder jenes spielen. Ja? Und es ist ein ganz cooles Forum, um einfach mit den Leuten in Kontakt zu treten. Ja, generell fehlt ja sowas bei dem klassischen Online-Unterricht. Wenn man eine Frage hat, dann kann man das wahrscheinlich per E-Mail dann machen. Ne? Genau, die meisten wenden sich per E-Mail an uns oder über unseren Support Kontakt und kriegen in der Regel auch schnell eine Antwort. Aber ist natürlich, wenn man am Klavier sitzt, natürlich nicht ideal. Das ist klar. Das ist das Problem von allen Online-Anbietern, die quasi auch E-Learning-Inhalte auf jedwelcher Plattform anbieten. Und wir versuchen einfach mit dem Livestream dem so ein bisschen entgegenzutreten und vielleicht auch da so eine kleine Lücke zu schließen und versuchen das natürlich auch Stück für Stück weiter zu verbessern. Ah ja, das ist interessant. Auf jeden Fall. Also es ist ja sogar schon inzwischen die zweite Folge rausgekommen, glaube ich. Ja, alles klar. Dann geht das ja auch weiter damit. Also was mir in dem ersten Video aufgefallen ist, da war ein Thema sehr groß, glaube ich, und zwar das Thema Fingerübungen. Das scheint viele zu beschäftigen. Genau. Und vielleicht hast du für mich auch eine Fingerübung, also wie gesagt, für mich als Wiedereinsteiger, dass ich irgendwas in der Richtung üben kann, um meine Skills zu verbessern. Ja, also eine Einspielübung oder eine Fingerübung hat ja im Idealfall verschiedene Vorteile. Erstmal ist es vielleicht so, dass ich mich ein bisschen einspielen will, bevor es losgeht, dass ich einfach die Finger ein bisschen trainiere und schon mal mich einstimme auf das Lied, was ich dann übe. Dann, dass ich vielleicht auch ein bisschen eine Geschicklichkeitsübung habe, dass ich also trotzdem auch ein bisschen nachdenken muss. Und dass ich halt einfach die Finger auch so etüdenmäßig ein bisschen trainiere. Ja? Ja, manchmal vergesse ich das tatsächlich. Dann setze ich mich einfach ran und spiele und denke so, die Akkorde klingen nicht so richtig toll und man kriegt so das nicht so in die Tastatur reingespielt. Genau, also ich weiß, das ist einerseits ein Thema, das wird viel nachgefragt, aber es ist andererseits ein Thema, was die Leute auch ein bisschen nervt. Die wollen natürlich jetzt nicht vor dem eigentlichen Üben nochmal üben. Also wenn man dann natürlich die Einspielübung üben muss, das ist dann blöd. Und deswegen gibt es zum Beispiel ganz einfache sogenannte Fünfton-Fingerübungen. Also zum Beispiel jetzt, wenn ich einfach in C-Dur meine Finger hinlege, den Daumen auf den mittleren Zeh und dann kann ich quasi, die einfachste Übung ist natürlich, dass ich quasi einfach erstmal so die Grundübung mache, vom ersten bis zum fünften Finger und wieder abwärts. Ja gut, ist easy. Genau. Was dann oft vergessen wird ist, es gibt nicht nur eine rechte Hand, es gibt auch eine linke Hand und die
wollen wir natürlich auch probieren. Und dann sieht man nämlich schon, dass wenn ich die Finger, beide Hände auf die ja, jeweiligen C-Tasten lege, dass ich dann in der linken Hand mit dem fünften Finger anfange. Das heißt, es ist quasi von den Fingersätzen genau andersrum. Ich fange mit dem fünften an. Und ich glaube, das ist sehr gut, ja. ja, also wie gesagt, es ist eine sehr leichte Übung, aber ich kann die Übung jetzt immer weiter entwickeln, ja. Also erstmal ist es für viele schon mal ein Unterschied, ob sie mit rechts oder mit links spielen. Die meisten haben die rechte Hand, sind Rechtshänder, haben die starke Hand, die linke ist die schwache Hand. Wird oft vergessen beim Üben und beim Spielen. Mhm. In vielen Stücken wird links nur begleitet, rechts wird die Melodie gespielt. Ja, so. Ich habe das auch gleich gemerkt. Man hat ja generell die Schwierigkeit zwischen dem fünften und vierten Finger. Genau. Das ist bei mir in der linken Hand tatsächlich stärker ausgeprägt, dieses Gefühl, als bei der rechten. Die kann das schon ein bisschen besser, natürlich. Und wenn ich das links spiele, dann merke ich schon bei dem Schritt, das ist nicht so richtig super. Aber genau. Naja. So, und jetzt habe ich die Möglichkeit natürlich auch zu sagen, okay, ich spiele das Ganze simultan, also gleichzeitig. Ja. Und habe hier schon mal eine Synchronisation, die ich hinkriegen muss. Also links und rechts zusammen. Ja? So, wenn ich das gemeistert habe, was auch eigentlich natürlich einfach ist, kann ich anfangen auch zu figurieren. Das heißt, ich spiele jetzt nicht nur einfach von 1 bis 5 und wieder abwärts, sondern ich spiele eine gewisse Figur. Zum Beispiel 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 2, 1. Okay, also genau. Mhm. So, kann ich für die andere Hand auch machen. Da ist es dann ein bisschen anders mit den Fingersätzen. 5, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 4, 5. Okay, probiere ich gleich mal zusammen. Ja, ist schon ein bisschen schwierig. So. Vor allem, dass auch immer synchron und alle gleich laut hinzukriegen, das ist schon, da muss man sich auch ein bisschen konzentrieren, ja. Genau, also wenn man es ordentlich machen will und sich jeden Finger wirklich auch widmet und versucht, es ja, gleichmäßig, wie du sagst, zu spielen, dann ist es auf jeden Fall schon mal eine kleine Herausforderung. Und jetzt als letztes, um diese 5-Ton-Übung abzuschließen, kann ich jetzt natürlich auch entgegengesetzt spielen. Das heißt, ich benutze jetzt nicht die gleichen Tasten als Startpunkt, sondern die gleichen Finger. Also ich spiele die gleichen Finger. Ach so, okay. Fange jetzt mit spiegelverkehrt. Genau, spiegelverkehrt. Ich fange also mit den beiden Daumen an. So. Das klingt ja schon fast wie Musik. Klingt schon, ja. In gewisser Weise, ja. Jetzt weiß ich schon mal nicht weiter. Moment. Genau, ist schon gar nicht so einfach. Also man fängt in dem Fall quasi mit den Daumen an. 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 2, 1. So. Okay. Und das ist das grundsätzliche Prinzip, wie man eine Übung meiner Meinung nach anfängt. Also erstmal ganz einfach hoch und wieder runterspielen, die linke Hand dazu nehmen. Zusammenspielen, also quasi erstmal rechte Hand, linke Hand gleichzeitig und dann entgegengesetzt. Und als Schlusspunkt oder auch bei all diesen kleinen Übungsschritten das Metronom nicht vergessen. Das Metronom zu einem Rhythmus spielen, gleichmäßig, langsam anfangen. Ein gutes Übetempo ist 60 oder 70 Schläge pro Minute. Und also ich kann es nur jedem empfehlen, mit Metronom üben, bringt die besten und die schnellsten Fortschritte, weil man einfach gezwungen ist, zu dem Beat, zu dem Schlag wirklich exakt zu spielen. Das kann ich quasi so als ganz einfache Starterübung empfehlen. Diese Übung kannst du natürlich jetzt erweitern. Du kannst jetzt einfach den C-Dur-Raum verlassen und spielst die C-Dur-Tonleiter, das gleiche Prinzip. Rechte Hand, linke Hand. Ja. Und zusammen, ja.
Wir haben ein sehr schönes Arbeitsblatt vorbereitet, wo quasi die Fingersätze drinstehen, alle Übungen aufnotiert sind. Also ich würde sagen, ich gehe nochmal diese Übung durch, weil ich glaube, ich habe die eben falsch rum gespielt. Also das ging ja eigentlich. Genau. Okay, also während ich das mal einübe, kannst du vielleicht was über die tollen Übungsfunktionen sagen, die in den Lektionen von Music to Me stecken? Weil da gibt es ja einige Sachen, es gibt Slow Motion, um die Notendarstellung langsamer laufen zu lassen, also mit der ganzen Musik, die im Hintergrund läuft. Genau, also eine ganz wichtige Hauptfunktion zum Üben in unserem Kurs ist der sogenannte Übemodus. Also ich habe die Möglichkeit bei Liedern, wo quasi ein Notenverlauf ist, was quasi bei fast allen unseren Klaviervideos so ist, dass man unten quasi den Notendurchlauf sieht und man kann sich einfach in diesem Notendurchlauf jetzt ein Stück suchen und kann dieses Stück selbst loopen, also selbst in die Wiederholschleife setzen. Ja? Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Stelle habe, die ich besonders schwierig finde und die ich mir einfach, wo ich nicht immer spulen will und immer wieder an eine bestimmte Stelle will, kann ich mir einen beliebigen Abschnitt quasi markieren, das ist dann grün markiert und kann diesen dann einfach so oft wiederholen, wie ich möchte. Ja? Und das ist die Möglichkeit, auch diese Übung dann, diesen Loop-Bereich, den kann ich dann auch nochmal als separate Übung abspeichern, wenn ich zum Beispiel jetzt weiß, ich kann erst wieder nächste Woche üben, dass ich nicht wieder in das Video klicken muss, sondern ich kann dann in meinem Dashboard, kann ich dann diese Übung dann einfach benennen und dann rausfinden. Das finde ich sehr praktisch. Ja. Das ist wirklich eine praktische Funktion. Und diese Slow Motion, was ich eben gesagt habe, das finde ich total gut, dass eben die Musik langsamer wird, aber auch das Video, das passt alles zusammen. Also man sieht ja auch deine Hände, wie sie sich bewegen. Man sieht die ganzen Notenanimationen. Es wird alles einfach ein bisschen langsamer und man kann sich dann da eintunen, um langsam erstmal anzufangen und kann ja dann die Geschwindigkeit etwas steigern bis in die Originalgeschwindigkeit wieder. Genau, also ich kann quasi die Geschwindigkeit in kleinen Stufen erhöhen und erniedrigen. Mhm. Bei vielen Stücken haben wir sowieso auch gerade im Einsteigerbereich verschiedene Versionen eingespielt, also in verschiedenen Tempi und habe trotzdem aber über das System dann immer noch die Möglichkeit, das langsamer zu machen. Und davon würde ich absolut Gebrauch machen, auch jetzt gerade bei der wirklich sehr leichten Übung, die wir da gemacht haben. Du hast das selbst gesehen, man vertut sich da manchmal ganz schnell und das Tempo ist manchmal einfach zu schnell, gerade wenn man was neu lernt. Ich merke das selbst, wenn ich irgendwas Neues lerne, ich muss mir einen Moment Zeit nehmen und vielleicht es einen Ticken langsamer machen. Und dann kann ich es dann später auch erhöhen, das Tempo. Klappt eigentlich schon ganz gut. Kriege ich ein kleines Lob? Sehr gut, Jörg, sehr gut. Und wie gesagt, das ist natürlich eine Übung. Ich weiß, für jemanden wie einen Profi, auch wie dich, ist das natürlich jetzt kein Problem. Aber die Übung wird natürlich schlagartig schwieriger, wenn ich zum Beispiel in eine andere Tonart gehe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Halbton höher gehe und bin zum Beispiel in Des, ja? So, in Des. Da merke ich so, was du vorhin gesagt hast, 3, 4, 5. Hier habe ich schon Probleme, hier reinzukommen. Und das Problem habe ich jetzt in der linken Hand auch ein bisschen anders. Absolut. So. Und hier kann ich natürlich auch wieder diese entgegengesetzte Übung spielen, also quasi, wo die Finger und die Zahlen gleich bleiben. Also 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 2, 1. Und da muss ich schon ganz genau gucken, wie ich das mache. Und, ja, lass mich probieren. Ja. Das ist, bei den Daumen fange ich an. Mhm. Ja, ich merke schon, das ist eigentlich ist es ja nur um einen Halbtonschritt versetzt. Aber dadurch, dass man jetzt eben vier schwarze Tasten dazwischen hat, genau, muss man die Kraft ganz anders auf die Tasten bringen. Es ist wirklich ein ganz anderes Gefühl. Genau. Und das ist tatsächlich schwieriger. Und das gefällt mir halt bei einer Übung, dass ich eine Übung wirklich, also wo man sagt, es ist doch kinderleicht, hier C-Dur, Fünftonraum, das kann doch jeder. Aber dass ich die jetzt quasi natürlich steuern kann vom Schwierigkeitsgrad. Mhm. Ich kann in den Weißtasten bleiben, da ist es ein bisschen einfacher. Aber gerade in dem Schwarztastenbereich wird es dann schon anspruchsvoller. Und das ist für mich die perfekte Definition von einer guten Einspielübung. Die ist am Anfang einfach, aber wenn ich jetzt mich
drei Monate hinsetzt, dann möchte ich vielleicht nicht mehr in C-Dur spielen, sondern vielleicht in As-Dur oder in Ges-Dur oder in Es-Dur. Und dann habe ich die Möglichkeit, diese Übung einfach zu übertragen, ohne dass sie mir die Zeit von meiner Hauptlektion wegnimmt, wenn ich das eigentliche Stück lernen möchte. Ja? Ja, ja. Oder es ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, in der jeweiligen Tonart das zu machen. Genau. Wenn man ein neues Stück lernen möchte, das üben möchte, dass man eben in der Tonart sich warm spielt und hat die Finger eigentlich schon so ein bisschen, wie sagt man, kalibriert. Genau. Auf diese Tonart. Das kann man, das ist ein sehr guter Hinweis. Also in der Tonart vom Lied, was man dann übt, eine Fingerübung machen, ist natürlich perfekt. Und wie gesagt, schaut gerne mal in dieses Notenarbeitsblatt rein. Ich habe quasi verschiedene Übungen aufgeschrieben, auch dann quasi für die ganze Oktave und auch in verschiedenen Tonarten und für Dur und Moll. Also es lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ja, soweit so gut. Das sollte doch als Einblick in die Fingerübungen erstmal genügt haben. Mhm. Toll. Dankeschön für die Tipps auf jeden Fall. Gerne. Und ja, ich kann nur empfehlen, schaut einfach mal in das Livestream-Video rein. Man kann das immer noch anklicken. Und ja, inzwischen gibt es sogar zwei, wie gesagt. Sind wertvolle Informationen drin, weil es fragen ja auch andere Leute danach. Ja, da kann man eben eigentlich auch an den Fragen der anderen lernen. Das finde ich eine super Sache, diese Livestream-Klavierstunde. Freut mich, ja. Diese Livestreams wird es jetzt auch öfter geben, monatlich wahrscheinlich ab Herbst. Und einfach mal reinschauen und schauen, ob was für einen dabei ist. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, es war ganz aufschlussreich zum Thema Fingerübungen. Yasin, vielen Dank an dich. Gerne. Jörg. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke, ja. Tschüss. Ciao.